Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Vorgang geht, einen leider weiteren wirklichen Tiefpunkt der Demokratie des Parlamentarismus in dieser Legislaturperiode. Was ist gemeint? Natürlich diese eigenartige Veranstaltung der Herrin, so muss man es ja sagen. Eine Dame ist zwar dabei, aber die sieht man ganz selten hier im Parlament. Der Herrin von der AfD, die letzten Donnerstag einen Couleur-Kneipenabend mit irgendwelchen Rechten ausgerechnet, man glaubt es kaum, hier in der Herzkammer unserer Demokratie veranstaltet haben. Dazu hat mir die Anna aus Bamberg geschrieben, viele andere mehr auch. Ich greife die Anna heraus. Die Anna schreibt mir, das scheint ja ein echter rechter Aufmarsch bei euch gewesen zu sein. Wie steht ihr Freien Wähler dazu und passiert denn jetzt auch was Konkretes? Anna, ich glaube, die Frage ist sehr berechtigt und ich antworte dir gerne aus Sicht unserer Freien Wähler Regierungsfraktion darauf. Vielleicht zunächst, was ist passiert für diejenigen, die diesen Skandal nicht mitbekommen haben, die sich noch ein bisschen fragen, was denn am Ende des Tages da genau passiert ist. Es gab letzten Donnerstag hier im Bayerischen Landtag im Maximiliansaal unserer Landtagsgaststätte eine Veranstaltung von AfD-Abgeordneten, zu der eine ganze Reihe von Leuten eingeladen gewesen sind, die aus unserem Steuergeld vom Verfassungsschutz überwacht werden. Deshalb, weil sie von einer außerordentlich schrägen rechten Gesinnung sind. Da waren Menschen da von der Burschenschaft Danubia in München vom Verfassungsschutz beobachtet. Da waren Menschen da von der Identitären Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet. Da waren Menschen da von der AfD-Nachwuchsorganisation vom Verfassungsschutz beobachtet. Also die Feinde unserer Verfassung in der Herzkammer unserer bayerischen Demokratie hier im Bayerischen Landtag. Und Anna, wenn die Frage ist, wie unsere Freie Wähler Regierungsfraktion dazu steht, dann sage ich ganz klar, das geht natürlich gar nicht. Ich sage noch einmal, unser Maximilianeum, unser Bayerischer Landtag, das ist die Herzkammer unserer bayerischen Demokratie. Und da haben rechte politische Rattenfänger genauso wenig verloren wie irgendwelche linksextremen politischen Geschäftemacher. Das hier ist der Ort der Volksvertretung, der Souverän, die politische Mitte im Freistaat Bayern. Und da haben Extremisten, da haben Feinde unserer Verfassung nichts verloren. Was passiert jetzt konkret? Auch dazu ein paar Vorschläge, deshalb Anna, weil ich überzeugt davon bin, dass es schon nötig ist, dass auch etwas passiert und dass wir nicht einfach nur uns immer wieder in Sonntagsreden darüber beklagen, dass irgendwie der Diskurs verruht. Ich glaube, wir müssen schon auch die Instrumente unserer wehrhaften Demokratie, die ihr zum Selbstschutz zur Verfügung stehen, in solchen Situationen in Anschlag bringen. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Gurkentruppe von der AfD komplett parlamentarisch aus der Rolle fällt. Vielmehr reiht sich dieser Vorgang ja in eine bemerkenswerte Reihe von immer wieder bewusst vollzogenen Provokationen und politischen Dammbrüchen ein, die in Summe klar zeigen, diese AfD ist nicht parlamentsfähig. Das sind geistige Brandstifter, das sind rechte Zündler und mit ihnen sind ein Stück weit auch die Feinde unserer Verfassung in der Herzkammer unserer Demokratie, im Parlament, inmitten unserer Demokratie in ihrem Innersten angekommen. Und deshalb muss man da auch was unternehmen. Ich habe in der Debatte, Anna, konkret drei Vorschläge für unsere Regierungsfraktion unterbreitet. Zum einen, glaube ich, ist es völlig klar und darum bitten wir auch unsere Landtagspräsidentin als Vertreterin des gesamten Hohen Hauses, die Ilse Aigner, dass man die Vorgänge, die da am Donnerstag passiert sind, da sollen ja auch Journalisten bedrängt worden sein und so weiter, Polizei musste, so hört man schlichten, war in den Medien zu lesen, dass diese Vorgänge lückenlos und kritisch aufbereitet werden und dass da nach Maßgabe der Hausordnung des Bayerischen Landtags auch entsprechende Anzeigen erstattet werden. Das ist, glaube ich, völlig klar, dass das passieren muss, insbesondere in so einem sensiblen Raum und Rahmen wie hier im Bayerischen Landtag. Das ist das Erste, woran, glaube ich, kein Weg vorbeiführt. Zweitens glaube ich, dass wir wohl beraten sind, wenn wir für die Zukunft
weil man ja nicht bei jedem Besucher hier im Parlament einen Gesinnungstest durchführen kann. Wir wollen ein offenes Parlament sein, wir wollen transparent sein, wir wollen, dass die Menschen uns bei unserer politischen Arbeit, die wir ja für die Menschen da draußen machen und nicht zum Selbstzweck, zuschauen können. Ich glaube, weil das so bleiben soll, ist es nötig, dass wir uns darauf verständigen über die Hausordnung, dass Personen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, grundsätzlich per se in Zukunft keinen Zutritt mehr haben zum Bayerischen Landtag, keinen Zutritt mehr haben in die Herzkammer unserer bayerischen Demokratie. Denn es ist einer ja nach gerade absurd, wenn unsere eigenen Mitarbeiter beispielsweise im Landtag und in den Fraktionen einen Test durchlaufen müssen, wenn die überprüft werden im Hinblick auf ihre Verfassungstreue und dann aber hier am Abend auf Einladung der AfD Menschen durch den Landtag spazieren dürfen, die aus unserem Steuergeld vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil klar ist, dass die irgendwie außerhalb unserer Verfassung stehen. Das geht gar nicht. Wer vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der hat im Bayerischen Landtag nichts verloren. Ja, und drittens und letztens, Anna, haben wir schon auch vorgeschlagen, dass man noch mal sehr gut drüber nachdenken muss, ob nicht die AfD in Gänze vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Denn wenn wir am Ende des Tages sehen, dass zwar die Partei, dass zwar die Nachwuchsorganisation unterschiedliche Teile beobachtet werden, dass aber selbst und gerade hier im Parlament die Abgeordneten dann sich nicht nur den FPÖ-Bundespräsidentenkandidaten aus Österreich, sondern eben Leute von der Identitären Bewegung, vom Verfassungsschutz beobachtete Organisationen hierher einladen, dann spricht schon einiges dafür, dass wir auch die AfD in Gänze, damit auch die Abgeordneten der AfD, vom Verfassungsschutz beobachten lassen müssen. Unsere Demokratie darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und genauso empfinde ich das abschließend gesagt, Anna, wenn Rechtspopulisten hier vom Verfassungsschutz beobachtete, aus Steuergeldern überwachte Menschen, die erklärte Feinde unserer Verfassung sind, in die Herzkammer unserer Demokratie, in den Bayerischen Landtag einladen. Das ist unserer Demokratie auf der Nase herumgetanzt. Das kann und es darf sich unsere Demokratie nicht gefallen lassen. Deshalb ist es nötig, dass wir alle Instrumente in Anschlag bringen, die uns zur Verfügung stehen, um einen solchen Tanz, ein solches die Demokratie am Nasenring durch die Arena führen, für alle Zukunft zu unterbinden. Das, liebe Anna, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet die entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich wieder melde aus dem dann wahrscheinlich noch heißeren München und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.